So, packe ich da Looting drauf. Rennst du eigentlich? Jetzt habe ich einen Knockback da auch noch drauf. Du löscht dich. Hey, hör auf! Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen in Folge 70 der Together Show. Wahrscheinlich die letzte Folge, die wir jetzt so zu zweit aufnehmen werden. Da wahrscheinlich schon wieder, wir haben es natürlich nicht gesehen, aber ich denke, dass viele in den Kommentaren meinen, ja, ist doch die Together Show, ihr seid zwar zu zweit, aber ihr habt ja immer einen Gast und so. Also wir haben uns jetzt einfach gedacht, ja komm, 5 Folgen, wir beiden alleine, passt schon. Wir haben ein bisschen was hier rumgeguckt, ihr habt ein bisschen was von der Welt gesehen, das wolltet ihr natürlich mal sehen. Und dann in der nächsten Folge sind dann wieder Gäste zu Gast. Und jetzt hört erstmal die Meinung von Dena zum VBT Splash. Yes, yo, well. Ja, ich finde das eine gute Sache. Alter, sag das bitte nochmal. Ich möchte das jetzt nochmal hören, was du vorhin gesagt hast. Schöne Schlucht. Aber man sieht es ja auch wie bei normalen Casting-Shows, VBT ist ja eigentlich keine Casting-Show, aber dass die Künstler sehr darauf festgelegt sind, auf dieses Battle-Ding, und es gar nicht mehr so als normale Rapper wahrgenommen werden, oder wenn die dann mal eine normale Platte machen, dann das niemanden interessiert, also, oder sehr wenig. Also wenn zum Beispiel Battle Boy Bust jetzt eine normale Platte macht, dann ist das doch, ja, ich habe es irgendwie so mitbekommen, ja. Und das interessiert dann irgendwie weniger, weil nur dieses, mach mal mehr Battles, Spasti, ey. So. Ja, man muss es immer doppelt sagen, damit es dann mehr Bedeutung hat. Spasti, ey. Ja, keine Ahnung. Also, du meinst, dass man die Battle-Rapper dann auch als Battle-Rapper ansieht? Ja. Und da, dass die nur in die Kategorie Battle-Rap dann in das Genre eingestuft werden. Ja, das ist natürlich schon mal blöd, aber das liegt dann ja weniger am VBT, sondern mehr an der allgemeinen Menschheit oder YouTube-Community oder ja doch eher allgemeine Menschheit. Und das ist jetzt ein Nachteil? Ne, das wollte ich nur dazu anmerken. Also, ich weiß von 3plus, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, kenn ich. Der hat auch eine eigene Platte gemacht, wie zum Beispiel, was war das? Sommer? Sommer! Winter! Sommer schön, Winter! Nein, so hieß das Lied. So. Sommer-Dings, glaube ich. Irgendwie so, und das hat auch schon Millionen Aufrufe, glaube ich. Aber man sieht ja auch immer krass, wie die Battles da auch, wenn sie bei YouTube hochgeladen werden, ne? Wie viele Klicks das auch wirklich hat. Da sind ja Lieder, wie zum Beispiel das Weekend-Finale gegen Battle Boy Busty, die Rückrunde hat, glaube ich, mittlerweile auch schon 2 Millionen Aufrufe oder so. Also das ist schon heftig, was da für ein Bekanntheitsgrad ist. Und ich finde es auch eigentlich jetzt gar nicht so schlimm, wie du das meintest, dass das halt als Battle-Rap angesehen wird, weil die Leute, die das machen, das sind nun mal Battle-Rapper. Und ich glaube, wenn sie das schlimm fänden oder so, dann hätten sie sich auch da nicht dafür entschieden, weil das ist ja die logische Konsequenz daraus, wenn sie da mitmachen. Und was man ja auch damit reinfließen könnte, sage ich mal, ist ja Julians Blockbattle, könnten wir auch mal drüber quatschen. Finde ich ja der größte Mist auf Erden, weil er macht da einfach eine billige Abklatsche vom VBT, macht es genau gleich, baut es genau gleich auf. Der Unterschied ist nur, dass alle Videos auf seinem Kanal hochgeladen werden. Das heißt, er knüpft sich da den ganzen Fame ab. Und also nicht den Fame, sondern er nimmt sich da die ganzen Klicks einfach und hat da logischerweise Werbung drauf und verdient sich da dann dumm und dämlich an der Arbeit von den anderen Leuten. Und das Witzige ist ja auch, dass er dann einfach Zusatzregeln erfindet. Er gibt am Anfang ein Regelwerk vor und meint dann nachher, ja, ich schmeiß den jetzt trotzdem raus und lass den Fortune da weiterkommen und gib dem Asiaten da jetzt 10 Punkte weniger, weil das ist ja kein Rap, das ist ja einfach nur Video. Und den lässt sich dann doch nochmal weiterkommen, dann gebe ich dem mal einen Daumen hoch, den gebe ich dann einen Daumen runter. Das war eh das Größte dann, wo er dann einem Video wirklich einen Daumen hoch gegeben hat, was da bei ihm in der Quali dabei war. So, dass alle seine Zuschauer dann auch gesehen haben, dass er dann Daumen hoch gegeben hat. Also Regelwerk Julians Blog ist auf jeden Fall ganz unter aller Sau. Und das, ich finde, ich weiß nicht, das ist einfach nur eine billige Abklatsche vom VBT. VBT an sich finde ich eine super Idee, aber wie das da gefaked wird von Julian, das finde ich einfach nur richtig, richtig mies. Ne. Ja. Jo, ja, hab keine Meinung. Ja, es ist halt, ich finde es halt vor allem kacke, dass dass die Videos halt aus seinem eigenen Kanal hochgeladen werden, mit Werbung drauf und allem. Und dann erzählt er, auch finde ich irgendwie witzig, dann erzählt nichts von irgendeinem Gewinn und jetzt erzählt er plötzlich, ja, Fortune hat letztes Mal 700 Euro bekommen. Warum 700 Euro? Also warum gerade, warum nicht, ich meine, warum gibt es 700 Euro, warum nicht 1000 Euro, sondern, oder... weiß irgendwann halt so eine gerade Zahl oder so, sondern, und warum normalerweise sagt man auch vor dem Turnier, ja, der Gewinner bekommt 700 Euro. Warum 700 Euro? Hat er irgendwie gerade 700 Euro übrig gehabt, der Julian, oder so, ja, übrigens, der hat 700 Euro bekommen. Das ist wieder das Mysterium Julians Blog. Das ist mal,
irgendwie alles so gar keinen Sinn, aber stört anscheinend nur wenige oder, naja. Ja, die größte Zuschauerschaft hat keine eigene Meinung, sondern plappert das nach, was Julian meint. Das ist einfach so. Das war auch so, als dieser. Warte mal, wo laufe ich eigentlich gerade hin? Ich laufe gerade komplett falsch. Dahin muss ich laufen. Stimmt. Warte mal, was war nochmal Z? Mein Scheiß Minecraft abge. Also ich bin irgendwie bin aus dem Server raus, aber keine Ahnung warum. Jetzt bin ich wieder drin. Es hat sogar Aufnahmen weitergegangen. Keine Ahnung. Komisch. Ja. Was war nochmal Z? Z war 200. Also 260. Okay. 70. Then I'm on my way. Kein Plan, ob ich das in dieser Folge noch schaffe. Okay, ich bin schon bei minus 1300, das sollte möglich sein. Du musst einfach geradeaus laufen, sprinten, haben, kanten, tun. Ja. Ich überlege, wo ich meine Ender-Chest... Ich habe dir übrigens auch eine Ender-Chest in deine Truhe getan. Ach, hast du zwei gemacht? Ja. Ah! Schreck mich nicht, du Bastard, Junge. Was bringt denn das jetzt, wenn wir zwei haben? Nichts, aber sieht schön aus. Ja, ist nur ein bisschen Obsidian. Wir könnten uns einfach auch nur einen Raum machen, wo wir inzwischen unseren beiden Häusern... Ja, komm, ein Eye of Ender und ein bisschen Obsidian. Ist doch Schwein, oder nicht? Okay. Ich habe gerne eine in meinem Haus. Und anstatt, dass wir immer zu einem zentralen Punkt laufen müssen. Ich glaube, ich mache mir auch noch einen eigenen Verzauberungstisch dann. Ja, da sind immerhin Diamanten. So viel haben wir von Diamanten noch nicht. So. Wo tue ich denn den Scheiß jetzt hin, Mann? Also das erstmal VBT-Idee, cool. Und dann sind wir irgendwie zu Julians Block abgedriftet. Julians Block-Battle muss ich schauen, was sich daraus entwickelt. Aber ich finde, kennst du Punch-Arroganz? Ja. Das, hast du das gesehen von ihm? Ja, das finde ich gut. Das finde ich auch sehr gut. Das beschreibt das eigentlich alles relativ genau. Also die herzlich willst, worüber reden die jetzt, Bewerbung das zum Bewerbung, Anführungszeichen, zum Julians Block-Battle 2013. Reicht mein Video zu früh ein und zu spät und zu oft, also hol mich ins Turnier rein. Schlapp. Also, keine Ahnung, finde ich eigentlich sehr witzig und der allergrößte Reinfall wäre, als wenn Julian den einfach reinholen würde. Ja. Ja, ich fand das so geil. Ich nehme den jetzt einfach mit rein. So, jetzt tue ich erstmal alles Teure und was mir lieb ist, tue ich hier rein. Und bevor du zu Hause bist, klaue ich noch alles von dir und tue es bei mir rein. Alter, wenn du das machst, dann... Ich sag's ja, ich zünde dann dein Haus an. Du zündest mein Haus an! So was Doofes auch. Du schuldest mir allgemein dann noch die zwei Diamanten. Diamanten? Ja. Ja, wenn ich welche gefunden hätte. Aber ich habe echt keine gefunden, aber ich suche nochmal welche und dann bekommst du die. Du sagst das einfach nur, du hast hundertprozentig welche gefunden. Du wirst ja meine Aufnahme sehen. Ja, ich schaue es mal nachher an. Ich habe echt gesucht, aber leider nichts gefunden. Was echt kacke ist, aber that's how life is, you know. Life's a bitch. Mann, ich bin auf dem Weg. Ich sehe nur Ozean. X war minus 100, ne? Ja. Ich sammle hier so viel. X war... Warte. X war... Minus 100, ja. Und Z war? 280. Ungefähr. Gut, ich bin gerade bei X minus 100 und Z minus 500. Ja. Ist okay. Bin auf dem Weg. Und ich sehe nun erst jetzt das erste Land. Achso, du bist die ganze Zeit im Ozean gewesen? Wow. Ja, also die meiste Zeit gerade. YOLO. Reicht mir ein Video zu früh ein und zu spät und zu oft, also hol mich ins Turnier rein. Puff, mein mein Boot ist kaputt. Mein Turnier ist kaputt gegangen. Kann's gar nicht. Ja, ich sortiere hier schon um. Und ich glaube, jetzt dir was. Also, nix war ich jetzt. Nee. Ich fahre noch ein bisschen Level. Und dann verzauber ich mir einen Bogen. Genau. So, komm alle her, Creeper! Nein! Nichts passiert. Was? Willst du mich eigentlich verarschen? Was? X ist minus 100. Alter, hab ich nie gesagt. Doch, minus 100, ja. Und Z? Und Z ist 280. Ach so, ich dachte minus. Ja, dann musst du doch noch ein Stück weiterfahren. Das sind noch 5 Holerblöcke. Oh Mann. Oh, und die Nacht ist vorbei und hier sind keine Mobs. Was tust du denn, Mann? Ich weiß, ich bin so ein Wichser. Scheiß Arschloch, ey. Warum habe ich denn Bane of Arthropods-Dings bekommen, Mann? Und dann laufen wir nicht mal Spinnen rum. Meine Spinnen sind mit einem Schlag tot. Das ist so... Wenn das für Skelette wäre oder sowas, das wäre es ja in Ordnung gewesen. Aber so, nein, scheiße. Fällt gerade auf, ich habe die ganze Zeit schon keine Wolken in Minecraft. Was sind das? Sei mal gutes Wetter.
Eine, hä, was ist das denn hier bitte? Sieht komisch aus. Merkwürdig aus. Keine Monster hier, Mann. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das kann ich nicht unterstützen. Das ist scheiße, ist das, Mann. Keine Monster hier. Ich bin erst Level 13. Ich fahre jetzt den tollen Fluss da hier durch die Wälder lang bis bei Porkchop Media. Ja, dann also ich bin viel zu schnell. Ich Spinne. Bin Spinne! Pass auf und. Ja, bam! Ich habe nun genau 15 Minuten gebraucht, bis ich wieder zu Hause bin. Wow. Das ist viel. Dann warst du weit weg. Hast du Diamanten gefunden? Nein, auch nicht, ne? Nee. Ist so ein Scheiß, Mann. Naja. Ihr könnt das dann wenigstens mal oder zumindest mir in die Kommentare schreiben, was ich denn verzaubern soll, weil 14 Level habe ich im Moment schon wieder. Und, ich auch 27. Eigentlich möchte ich Bogen verzaubern, ja. Ach, wir wollten ja eigentlich nochmal was wieder in die Truhen hier tun, ne? Nodop hat ja irgendwie nicht zurückgetan, halt das Gefühl. Die hat sich mit allem in die Luft gesprengt. Der Enderman will mich auch verarschen, ey. Portet sich hier von A nach B. Boah. Ah! Boah, ist das jetzt Regen angefangen sind, und plötzlich überall Enderman hier. Jetzt sind die Frames echt im Keller. Der hat ja auch kein einziges Werkzeug irgendwie aufbewahrt. Ich wette, der hat sie ausgelockt mit Werkzeugen. Ach, weil wir ihn gebannt haben. Was für ein Scheiß, Mann. Der hatte alle Werkzeuge im Inventar. Scheiße. Das ist hier ein Enderman in meiner Wohnung, ey. Das heißt, ich muss jetzt nochmal Werkzeuge machen. Ach, du bist schon zu Hause? Mhm. Der Enderman hat sich reintippet, ja, weil er hier, weil es hier draußen regnet und er mag gar nicht. Musst du auch mal verstehen, ja? Speck, bitte. Oh, hier ist sogar noch Eisen drin. Hast du mir schon wieder Sachen aus meiner Kiste genommen? Nein, hab ich nicht. Ich hab dir was reingetan. Okay, jetzt haben wir die Ender-Chest. Ja, die Ender-Chest hab ich dir reingetan. So. Was geht das rein? Jetzt habe ich so viele Bögen hier. So. Ein Schwert. Schwert. Ich bin viel zu dumm irgendwie, ey. Das muss auch mal wieder gesagt werden. Mein Handy hat mir gerade eine Benachrichtigung gesendet, dass ich morgen einen Englisch-Test schreibe. Cool. Ach, dein Handy ist so intelligent. Intelligent. Ich hab nicht mal Holz, Mann. Wie dumm ist das denn? Ich kann hier nicht mal hier Werkzeuge in die scheiß Kisten tun für den nächsten Gast. Wer wird der nächste Gast sein? Was wird der nächste Gast sein? Könnt ihr ja schon mal in die Kommentare schreiben und raten. Raten. Und dann schauen wir uns die Zuschauerraten an. Ja, bisher wurde jeder Gast vorhergesagt. Aber ist auch kein Wunder, wenn so viele fragen, ob der ist. Haben wir jetzt eigentlich... Was heißt denn Looting 3? Hast du Looting 3 bekommen? Das heißt, dass sie mehr droppen, die Monster. Was hast du noch drauf? Nee, ich hab Looting 2. Ich habe so Bücher ja gefunden. Dafür braucht man aber einen Amboss. Dafür brauchen wir ganz, ganz viel Eisen. Soll ich mal einfach... Wie viel Eisen hast du? Dann nehme ich von uns beiden mal Eisen und dann mache ich uns einen Amboss. Ja, genug. Wie viel willst du haben? Ein Stack? Ja, oder am besten noch mehr, weil der ist ja für uns beide dann. Ja, aber der braucht nicht mehr als ein Stack. Doch. Ein Amboss braucht mehr als ein Stack. Dann braucht er diese Eisenblöcke. Ach nee, doch nicht. Ja, dann gib mir ein Stack, dann. Oder ich weiß nicht. Boah, ich glaube, man braucht Eisenblöcke, aber trotzdem brauchen wir nicht mehr als ein Stack. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ein Stack reicht schon. Schauen wir mal hier. So. Ich glaube, man braucht 6 Blöcke. Mal sehen, ob ich das habe. Ich glaube schon. Ja, habe ich. Mann, gib her. Lauf, gib her. Au! Junge, Mann. Was hast du gerade bekommen? Ja, die Erfahrung aus meinem Ofen. Mhm. Ups. Ja, anscheinend geht ein Amboss... Irgendwie nicht so. Hä, wie geht ein Amboss denn bitte? Soll ich mal kurz nachschauen? Amboss Minecraft. Und definitiv Block of Iron. Ja, die habe ich schon gemacht. Ich hätte gedacht, dass es so geht, wie ich ihn jetzt gerade gemacht habe, aber anscheinend nicht. Aber wir werden es sehen. Aber wenn man so Block of Iron. Braucht nur 3 Blöcke. Oh, naja, Wayne, Rooney. Ich mach's gerade zurück. Okay, so. Ah, ne, können noch mehr zurück. 3 Stück brauche ich ja nur, 3 Stück habe ich hier. Und so, 1, 2, 3.
die beiden zurück und jetzt habe ich einen. Wo soll er hin? Warte mal, wie geht denn jetzt genau einer? Fail. Hä? Sag mal bitte das Rezept eben. Schau. Der Part ist jetzt eh im Moment vorbei. Der geht mit oben drei Blöcke voll und dann unten so ein Tisch sozusagen, Ständer dafür, hiermit. Da, bitte, da liegt er auf dem Boden. Du kannst ihn irgendwo hin schon bei dir, weil der Zaubertisch schon bei mir, dann kannst du den haben. Okay. Ey, Dylan, guck mal, ey, ich muss ja sagen, ey, in dieser Folge, ihr seid so voll freundschaftlich und voll so verbunden und die schlagt euch gar nicht, ey. Finde ich voll kacke, ey, haut euch mal mehr, ey. So, packe ich da Looting drauf. Rennst du eigentlich? Jetzt habe ich einen Knockback da auch noch drauf. Du löscht dich, ey, hör auf. Du löscht dich immer sofort. Darf ich noch einmal? Ich möchte das einmal testen. Au! Okay. Du, ich brenne ja nicht. Das ist nichts Besonderes bei dir, Mann. Wenn ich dich aber schlage, dann brennst du. Das ist ja das Witzige, weißt du? Ja, aber du wirst nicht gelöscht. Pass auf. Und? Pass auf. Ich habe nicht gesehen, dass ich gebrannt habe. Jemand hört das aber. Das ist so zisch, weil du halt... Weil es regnet. Okay, meine lieben Freunde, dann tue ich jetzt einfach mal jetzt am Ende dieser Aufnahme, das nehme ich jetzt nicht mehr auf, aber dann packe ich einfach die Sachen von unten in der Kiste in meine Ender-Chest rein. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer der nächste Gast sein wird. 30 Folgen noch bis zur Folge 100, da wird was Geiles kommen. Einen Moment, gleich ist mein... Scheiße, wir haben alles verraten! Warte, mein Eisen, jetzt und fertig. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao. Ciao. Ciao.